Hallo miteinander. Ich erzähle euch das Märchen «Die zertanzten Schuhe» von den Gebrüdern Grimm und dank dem Verlag Reader's Digest. Die zertanzten Schuhe. Es war einmal ein König, der hatte 12 Töchter, eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen. Und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er aber am Morgen die Tür aufschloss, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren. Und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen war. Da ließ der König ausrufen, wer es könnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der sollte sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach 3 Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er wurde wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen und er sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort gingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiel es aber wie Blei auf die Augen und er schlief ein. Und als er am Morgen aufwachte, waren alle 12 zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend ging es nicht anders. Und da wurde ihm sein Haupt ohne Barmherzigkeit abgeschlagen. Es gaben hiernach noch viele, sie mussten aber alle ihr Leben lassen. Nun trug sich's zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wohin er denn wolle. »Ich weiß selber nicht recht«, sprach er, und setzte im Scherz hinzu, ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe zertanzten und danach König zu werden. Das ist so schwer nicht, sagte die Alte. Du musst den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärst du fest eingeschlafen. Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach, wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den 12 dann nachschleichen. Als der Soldat den guten Rat bekommen hatte, fasste er sich ein Herz, ging vor den König und meldete sich als Freier. Er war so gut aufgenommen wie die anderen auch und es wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends, zur Schlafenszeit, wurde er in das Vorzimmer geführt. Und als er zu Bett gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen, wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die 12 Königstöchter, lachten und die Älteste sprach, der hätte auch sein Leben sparen können. Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumute. Gewiss widerfährt uns ein Unglück. Du bist eine Schneegans, sagte die Älteste, die sich immer fürchtet. Hast du vergessen, wie viele Königssöhne schon umsonst da gewesen sind? Dem Soldaten hätte ich nicht mal brauchen, einen Schlaftrunk zu geben. Der Lümmel wäre doch nicht aufgewacht. Als sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten. Aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht. Und nun glaubten sie, ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Alsbald sank es in die Erde und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen, die Älteste voran.
Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der Jüngsten mit hinab. Vor der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid. Da erschrak sie und rief: »Was ist das? Wer hält mich am Kleid?« »Oh, sei nicht so einfältig«, sagte die Älteste. »Du bist an einem Haken hängen geblieben.« Da gingen sie vollends hinab. Und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte: »Du willst ein Wahrzeichen mitnehmen«, und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baume. Die Jüngste rief wieder: »Es ist nicht richtig. Habt ihr den Knall gehört?« Die Älteste aber sprach: »Oh, das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben.« Sie kamen darauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold, und endlich in einen dritten, wo sie von klarem Diamant waren. Von beiden brach er einen Zweig ab, wobei es jedes Mal krachte, dass die Jüngste vor Schrecken zusammenfuhr. Aber die Älteste blieb dabei. Es wären Freudenschüsse gewesen. Sie gingen weiter und kamen zu einem großen Wasser. Darauf standen 12 Schifflein. Und in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz. Die hatten auf die 12 gewartet, und jeder nahm eine zu sich. Der Soldat aber setzte sich mit der Jüngsten hinein. Da sprach der Prinz: »Ich weiß nicht, das Schiff ist heute viel, viel, viel schwerer, und ich muss aus allen Kräften rudern, wenn ich es fortbringen soll.« »Woher anders sollte das kommen?« sprach die Jüngste, »als vom warmen Wasser. Es ist mir auch so heiß.« Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss. Daraus erschallte eine lustige Musik von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein, und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Der Soldat tanzte aber unsichtbar mit. Und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, dass er leer war, wenn sie ihn an den Mund brachte. Der Jüngsten ward auch Angst darüber, aber die Älteste brachte sie immer zum Schweigen. Sie tanzten bis 3 Uhr am anderen Morgen. Da waren alle Schuhe durchgetanzt und sie mussten aufhören. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin, zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus und legte sich in sein Bett. Und als die 12 langsam und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut, dass sie es alle hören konnten. Sie sprachen: »Vor dem sind wir sicher.« Da zogen sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder. Am anderen Morgen wollte der Soldat nichts sagen, sondern das wunderliche Treiben noch mit ansehen und ging die 2. und die 3. Nacht wieder mit. Da war alles wie das erste Mal und sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe entzwei waren. Das 3. Mal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte er die 3 Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König. Die 12 aber standen hinter der Tür und horchten, was er sagen würde. Als der König die Frage tat: »Wo haben meine 12 Töchter ihre Schuhe in der Nacht zertanzt?« So antwortete er: »Mit 12 Prinzen in einem unterirdischen Schloss.« Und er berichtete, wie es zugegangen war, und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt habe. Und da sie sahen, dass sie verraten waren und leugnen nichts half, so mussten sie alles eingestehen. Darauf fragte ihn der König, welche er nun zur Frau haben wollte. Er antwortete: »Ich bin nicht mehr so jung, also gib mir die Älteste.« Da ward noch am selben Tag
die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach des Königs Tod versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viele Tage wieder verwünscht, wie sie Nächte mit den Zwölfen getanzt hatten.